von Graffiti. Ja, was war, wenn ich die erwische, die Ding vor der Schnauze. Geil. Ich mag Graffitis. Ich mag auch Graffiti-Kunst. Aber ich mag nicht die Schmierereien. Und ich habe mal so ein paar Dosen bestellt. Und immer, wenn ich jetzt zu Freunden komme und sehe, dass vielleicht der Briefkasten verschmiert ist mit irgendwelchen Schnörkeln, mit Eddingstift oder mit Lackfarbe, dann sprühe ich es ein, habe meinen Lappen dabei und mache es auch mal weg. Kleiner Freundschaftsdienst, wenn ich irgendwo hinkomme. Oder in der Innenstadt bei befreundeten Geschäften, Läden. Gar kein Problem. Die, wo ihr seid, die Graffiti machen draußen. Da seid Schüsse, seid ihr. Jetzt zählt ihr irgendwas hier, Zug angemalt. Ja, Zug angemalt. Mit deinen drei... ihr seid Gays, ihr seid alle gay. Warum macht ihr denn immer nur Zug anmalen, nachts mit drei anderen Typen Zug anmalen? Ja, damit ihr da, wie bei Brokeback Mountain ist das ein bisschen. Ja, das ist ein Vorwand, Digga. Damit ihr nachts zusammen mit euren Homies draußen Zeit verbringen könnt. Weil zu Hause ist da auffällig, vielleicht, wenn man immer mit seinen Kollegen chillt oder was weiß ich, Alter. Guckt euch diesen Stromkasten an. Stromhäuschen. Der ist immer noch der Beste. Ja, ihr wollt doch da wohl nicht voll schmieren? Nein, wollen wir nicht. Wir gucken... Bitte? Nein, wollen wir nicht. Wir gucken hier nur... Also, wer schmiert denn das immer voll? Ist der das? Nee, wissen wir nicht. Ja? Ich kenne hier keinen. Also, so eine Dose sollte man in Frankfurt dabei haben, aber nicht, um Graffitis zu entfernen, denn das ist Kunst. Es geht mir nur um die üblen Schmierereien. Die können weg, das hat mit Kunst nichts zu tun. Also, vielleicht eine kleine Anregung. Wenn jeder ein bisschen mithilft, kriegen wir es vielleicht irgendwie wieder in den Griff. Schaut euch die Innenstadt mal genauer an, dann wisst ihr, was ich meine. Warte ab. Ich werde dir deine Dose, Digga, sonst wohin schieben, dass du nie wieder sprühen kannst. Du verdammter Versager, weil ich da drin sitze und nicht draußen gucken kann. Wirst du sehen. Oh, Moin, wie geht's? So ein Versager, Digga, macht einfach Vollsprühen. Und wenn einmal sagt mein Kollege, das riecht hier so streng, dann ist doch Farbe, ne? Wieder raus, da warte ich schon weg. Bis zum Tor ran und dann auf der gesamten Länge noch den Rest. Genau vorne an der Halle. Das ist eine Schweinerei. Einmal haben wir schon mal die Polizei gerufen. Ja, bringt ja auch nichts. Aber es bringt ja nichts. Ne? Die gehen ja hier quer rüber und letztens haben zwei Kollegen sie gejagt. Aber über die Hauptgleise. Ja, die wollten schon mit Steinen schmeißen. Das geht gar nicht. Ne? Einfach nur asozial. Es ist mehr als asozial. Tja, kann man nichts machen. Ne? Oh, ja. Hier, guck mal, habe ich aus dem Baumarkt mitgehen lassen. Wir wollten später noch los, hier um die Ecke, da ist so eine ganz nette Stelle. Jochen kommt auch mit, ne? Könnt natürlich auch mitkommen, ne? Also, macht ihr euch natürlich auch strafbar. Müsst ihr wissen. Tim steht auf der Leiter, fall nicht, und ich mache jetzt meinen ersten Sprüher, Leute, oh mein Gott. Es klappt! Oh mein Gott! Da ist noch für dich, ja? Ja? Aber nicht jetzt, yes, würde ich sagen, ich glaube vor 8 Stunden ungefähr das gemacht wurde. Oder 10 Stunden. Aber so für dich ist es nicht. Very good! Mucho bene! Sarà mica una bella cosa quella lì, Mucho bene! Mucho bene! Mucho bene! Uta, Eter, Boris! Ciao. Zum wiederholten Male waren in der Nacht von Sonntag, den 24. August, auf Montag in der Gemeinde Obertraubling Graffiti-Sprayer unterwegs und richteten einen Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 bis 20.000 Euro an. Es wurden ca. 15 Objekte beschmiert. Es sind Anwesen in der Mühlfeldstraße, Landshuter Straße, St. Georgstraße, Josef-Bäumel-Platz, Ulandstraße, Walhalla-Straße sowie in Piesenkofen beschmiert worden. Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde der Neubau des Autohauses Dressler. Das Autohaus Dressler
setzt für die Ergreifung der Täter eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro aus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neutraubling unter der unten eingeblendeten Telefonnummer entgegen. Ja, pünktlich, zweites Adventswochenende hat es uns mal wieder erwischt hier. Mit so einem Geschmatter hier. Junge. Ich weiß immer noch nicht mal, was das bedeuten soll. Hier sind ja nur irgendwelche Hieroglyphen dran. Hier drüben geht's dann weiter. Was soll das überhaupt bedeuten? Nur wildes Geschmatter, oder sehe ich das falsch? Uta, Ether, Moses. Moses. Moses.